Erst war es AIDS, dann kam Hepatitis C, SARS und schließlich die Vogelgrippe. Immer mehr und immer neue Viren versetzen uns in Angst und Schrecken. Immer wieder werden wir gewarnt vor tödlichen Pandemien und Epidemien. Doch was ist dran an diesen Horrorszenarien? Damit hat sich ein Internist aus unserem Land beschäftigt und er hat sich nicht nur Gedanken gemacht, sondern sie auch aufgeschrieben. Einen schönen guten Abend an Sie zu Hause. Das ist das Buch Viruswahn, heißt es ja. Und wenn man dann weiterliest, verrät schon der Untertitel, dass man darin nicht die üblichen Thesen über Vogelgrippe und Co. zu lesen bekommt. Da heißt es nämlich, wie die Medizinindustrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden Profite macht. Klaus Köhnlein ist heute bei uns. Er ist der Kieler Internist und Autor des Buches, zusammengeschrieben mit dem Journalisten Thorsten Engelbrecht. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Köhnlein. Herr Köhnlein, in diesem Buch haben Sie ja sehr provokante Thesen aufgestellt. Ich möchte mal ein paar Stichworte nennen. Es gibt Überschriften, die heißen BSE, die Epidemie, die es niemals gab, oder H5N1, Vogelgrippe und kein Pieps an Beweisen. Sagen Sie, Herr Köhnlein, haben wir in den vergangenen Jahren in verschiedenen Welten gelebt, wir beide? Ja, möglicherweise. Man darf ja mal das Szenario auf Rügen sich vor Augen halten. Dort war jetzt im Frühjahr natürlich ein Vogelsterben, aber wenn man die dortigen Vogelkundler fragt, ob das irgendwas Besonderes sei, dann sagen die einem, nee, das sei so ganz was Normales. Und durch den strengen Winter, die zugefrorenen Bottengewässer, gäbe es natürlich eine gewisse Sterblichkeit an Vögeln. Was aber neu sei, das ist die Tatsache, dass man die Bundeswehr ins Unterholz schickt und die toten Vögel sammelt und dann auf einen großen Haufen tut. Dann kommt was zusammen und dann hat der Laie tatsächlich den Eindruck, dass es sich hier um ein Vogelsterben handelt. Nun wurde ja getestet mit einem neuen Test, was man in den vergangenen Jahren auch nicht gemacht hat. Und ein Teil dieser Vögel, ein kleiner Bruchteil, muss man sagen, testete nun positiv auf diesen Test. Ich meine, da drängt sich ja förmlich die Frage auf, warum sind eigentlich die anderen Vögel alle gestorben? In der Tat. Also es sind aber nicht nur Vögel gestorben, sondern auch Menschen an diesem Virus. Ja, und da fragt man sich natürlich, okay, wie gefährlich ist denn das Virus überhaupt? Ja, auch dieser Frage sind wir nachgegangen, ob tatsächlich Menschen an dem H5N1-Virus gestorben sind. Und das entpuppt sich so. Das sind Menschen, die in Südostasien gestorben sind. Und wir haben einige Kasuistiken dazu gelesen. Das waren alles Menschen, die einen schweren Immundefekt hatten. Zum Beispiel eine systemische Schimmelpilzerkrankung. Mhm. Und auch mit Medikamenten behandelt worden sind, die der Sache nicht zuträglich sind, nämlich hochdosiert Cortison und antivirale Medizin, die direkt auch immunsuppressiv sind, diese Medikamente. Wenn ich das jetzt mal kurz ein bisschen zusammenfassen darf. Also Sie sind der Meinung, das mit der Vogelgrippe war Panikmache. Das war alles nicht so gefährlich, wie es uns erschien. Und auch die Bilder waren alle nicht so. Ihnen ist aber schon klar, dass Sie damit so der klassischen Wissenschaft widersprechen. Ja, das ist mir klar. Und deswegen stehe ich ja hier, um auf diese Zusammenhänge. Aber wie können wir denn das begreifen, dass das alles passiert ist und dass wir diesen Eindruck gewonnen haben? Das liegt an den Fortschritten der Molekularbiologie, die mittlerweile in der Lage ist, mit hochsensitiven Verfahren wie der PCR, das ist eine komplizierte Methodik, eine neue Methodik, mit der man Bruchstücke von DNA vermehren kann und daraus eine messbare Viruslast machen kann. Und dieses Wort Viruslast impliziert ja schon, dass also da etwas ist, was den Menschen oder auch das Tier beeinträchtigen kann. Heißt es H5N1 Killervirus, da müssen wir keine Angst haben, das ist völlig unbegründet? So sehe ich das, genau. Mhm. Das ist eine völlig unbegründete Panikmache und bei der Vogelgrippe sind die Interessenskonflikte liegen ja fast offen zutage. Insofern als der amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld die Aktien von Gilead hält, das ist das Unternehmen, was Tamiflu herstellt, also den Abwehrstoff, und sein Kollege Bush, der macht die Vogelgrippe oder das Szenario, das Bedrohungsszenario. Ja. Und im gleichen Zuge steigen die Aktien seines Kollegen ins Uferlose. Das hört sich so ein bisschen nach Weltverschwörungstheorie an, das ist ihm bewusst. Das ist mir bewusst, aber das sind Tatsachen, die im Spiegel standen. Das ist also nicht von mir erfunden, sondern es ist so, dass die ganzen Staaten ja jetzt, nicht also der einzelne Verbraucher, sondern staatenweise wurde Tamiflu gekauft, um die Bevölkerung vor diesem Horrorszenario zu bewahren. Also das sind Milliardenumsätze, die auf der Stelle gemacht werden. Das ist also der Profit, den Sie ja auch hier in diesem Buch ansprechen. Wir wollen gleich anprangern und man darf ja in Zeiten der angespannten Situation im Gesundheitswesen mal auf solche Zusammenhänge hinweisen, wo sofort aus der Hand Milliardenbeträge den Besitzer wechseln. Mhm. Ich darf auch an den Pockenalarm denken, der vor kurzem ja gemacht worden ist. Da wurden auch 0,80 Millionen Pockenimpfdosen verkauft, die jetzt irgendwo sondergelagert werden. Ja. Okay, wir sprechen gleich nochmal. Mhm. Interessantes Thema. Viren, das ist ja eigentlich das Thema und was das eigentlich genau ist und wie die überhaupt im Labor nachgewiesen werden, das zeigt uns jetzt mal Gabi Leps.
Sie kommen aus dem Nichts und könnten überall sein. Viren, die winzigsten Lebewesen der Welt, beflügeln immer wieder unsere Fantasie. Unsichtbar schwirren sie umher, von einem Menschen zum anderen und machen krank. Am Institut für Infektionsmedizin der Uniklinik Kiel ist man den winzigen Lebewesen auf der Spur. Elektronenmikroskopische Aufnahmen machen sie sichtbar. Dies Virus verursacht Durchfall. Das Tollwut und das Grippe. HIV allerdings ist anders. Das AIDS-Virus ist im Körper in so geringer Konzentration vorhanden, dass man es nur selten sieht. Neuere Viren wie HIV, Hepatitis C, Vogelgrippe oder SARS werden heutzutage daher indirekt nachgewiesen. Entweder durch einen Antikörpertest oder noch häufiger durch die sogenannte PCR-Methode. Bei diesem Verfahren werden nicht die kompletten Viren, sondern nur Genbruchstücke entdeckt. Sie ist eine der erfolgreichsten Nachweismethoden. Der Erfinder selbst allerdings bezweifelt inzwischen ihre Wirksamkeit im Hinblick auf AIDS. Der Erfinder der PCR hat eine fantastische Erfindung getätigt, die völlig zu Recht mit dem Nobelpreis bedacht worden ist. Allerdings ist er weder Virologe noch sonst in diesem Bereich wissenschaftlich tätig. Und ich denke, dass er vermutlich einfach von der Komplexität der Fragestellung bei der HIV-Infektion ein bisschen verwirrt ist. Wie gefährlich sind Viren wirklich? Sind sie allein für die Erkrankung verantwortlich oder spielen noch zusätzliche Faktoren eine Rolle? Dr. Köhnlein, und das ist ja im Zusammenhang mit AIDS eine ganz wichtige Frage, die ja auch in Ihrem Buch behandelt wird. Und da kann man einiges lesen, was man vorsichtig mal gesagt als ketzerisch bezeichnen könnte. Sie sagen nämlich, oder es gibt eine Überschrift, die heißt, Drogen, Medikamente und Mangelernährung machen AIDS. Genau, wir haben eine Arbeit veröffentlicht im Journal of Bioscience, The Chemical Causes of AIDS, also die chemischen Ursachen für AIDS, und haben das dort begründet, warum es wesentlich plausibler ist, dass eine chemische Ursache AIDS bedingt. Wie der Kollege eben sagte, der Virologe, haben wir bei AIDS das Problem, dass wir das Virus eben kaum entdecken, also in ganz geringen Mengen. Es ist aber so, wenn man an einer Viruserkrankung stirbt, dann muss das Virus mengenmäßig darstellbar sein. Sonst ist das reine Spekulation. Mhm. Nun hat aber Robert Gallo ja Anfang der 80er, der immer Nobelpreisträger dann auch, das HIV-Virus entdeckt. Das zweifeln Sie an? Ja. Er ist kein Nobelpreisträger, er wartet da immer noch drauf. Ach, in der Tat. Robert Gallo, ja. Er wartet da immer noch drauf, aber es gab ja einen heftigen Streit zwischen den Entdeckern Montagnier und Robert Gallo. Mhm. Nein, nein, der hat keine Arbeit vorstellen können. Es war eine Presseerklärung bei der damaligen Gesundheitsministerin der Vereinigten Staaten, die den Dr. Gallo auf die Bühne gebeten hat und der dort erklärt hat vor der Öffentlichkeit, er habe das Retrovirus, was AIDS verursacht, gefunden und im gleichen Zug dann das Patent angemeldet hat für den HIV-Test. Sie glauben, und die Pressemeldung lautete, ein US-Researcher has found the probable cause of AIDS, also die wahrscheinliche Ursache. Das wurde aber, dieses Wort wurde sofort vergessen und am nächsten Tag stand es in der New York Times und in allen anderen Zeitungen der Welt, dass die Ursache von AIDS jetzt von amerikanischen Forschern gefunden worden sei. Aber mal ganz ehrlich, Dr. Köhnlein, glauben Sie nicht, dass wenn dieser Nachweis nicht erbracht wäre, dass sich nicht Wissenschaftler daran machten und das entdecken würden? Ja, also das war ja das, was Kary Mullis auf den Plan gerufen hat, den Erfinder der PCR. Der wie es gerade ging? Im Rahmen eines Projektes sollte er also belegen, sollte er zitieren, HIV ist die Ursache von AIDS und den entsprechenden Beleg wollte er als Wissenschaftler anfügen. Mhm. Er fragte einen Kollegen am Tisch, sag mal, welche Arbeit zitiert man da? Da sagte er, ach, das brauchst du nicht zitieren, das weiß jeder. Da sagte er, nee, das ginge so nicht. Also er sei nun wissenschaftlich denkender Mensch und er wolle gern die Arbeit doch zitieren, die also belegt, dass HIV zu AIDS führt. Und er hatte seine Not damit, er hat sie nie gefunden, diese Arbeit. Und irgendwann traf er Montagnier auf einer Konferenz und sagte, der muss es wissen. Er ist auf ihn zumarschiert und hat ihn gefragt, wo denn diese Arbeit sei. Und Montagnier erzählte dann eine Arbeit von einem ähnlichen Virus, einem Simian Immunodeficiency Virus, die gerade jetzt publiziert war. Er sagte Mullis aber, nee, die wollte er nicht, er wollte wirklich die Arbeit, die damals zu dieser Behauptung geführt hat. Die müsste doch irgendwo sein. Es gab sie nicht. Woran erkranken denn Ihrer Meinung nach AIDS-Patienten? Sie sind aber schon der gleichen Meinung, dass sie HIV-positiv sind, die AIDS-Patienten. Das ist eine zirkuläre Definition. Es gibt AIDS-Zustände, also AIDS heißt ja nur erworbenes Immundefektsyndrom. Mhm. Gibt es viele Gründe, um einen Immundefekt zu erwerben. Schlafmangel zum Beispiel, Drogenabusus, was ja häufig verquickt ist, und Mangelernährung.
die in Afrika weit verbreitet ist, das führt in der Tat zu einer Immunschwäche. Und da können sich dann tatsächlich auch Opportunisten, also Viren und andere Erreger verbreiten und die Leute krank machen. Deswegen hat AIDS auch manchmal den Eindruck einer übertragbaren Krankheit, weil viele der als AIDS definierten Erkrankungen übertragbare Erkrankungen sind. Das klassische Beispiel ist eine Tuberkulose. Wenn Sie heute eine Tuberkulose haben und sind HIV-positiv im Test, dann heißt es, Sie sind ein AIDS-Patient und werden auch anders behandelt. Wenn Sie Tuberkulose negativ im Test ist, dann haben Sie eine herkömmliche Tuberkulose und kriegen nur tuberkulostatische Therapie. Das ist die Katastrophe, die sich in Afrika abspielt. Dort wird jetzt jede Tuberkulose, die HIV-positiv reagiert, in AIDS umdefiniert und es erscheint, dass dort eine Riesenepidemie in Gange ist. Dr. Kühner, das sind neue Ansichten, mit denen man sich natürlich beschäftigen muss. Unsere Zeit ist leider um, man kann lange darüber reden. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und erste Einblicke gegeben haben. Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie neugierig geworden sind, dann gucken Sie doch am besten mal selber rein in das Buch. Ich kann Ihnen nur sagen, es liest sich wie ein Krimi. So.